letzten Mal spielt heute in Berlin die Musik bei den Special Olympics World Games. Zum letzten Mal geht's also um ganz viel Gefühl. Bei der Leichtathletik gibt es Herzschmerz. Die Inderin Chakraborty steht über die 400 Meter im wahrsten Sinne des Wortes kurz vor dem Sieg, doch sie stoppt zu früh. Zhu Shen wird Erste und doch lächelt sie das Missgeschick weg. Einfach schön. Um die letzte Sekunde geht's auch beim 3x3 Basketball. Im Spiel um Bronze schafft Rumänien den Buzzerbeater. Da tanzt das Herz. Richtig pumpen muss es beim Radsport. Über die 10 Kilometer wird richtig Gas gegeben. Francis Maurer aus Gibraltar beweist im Schlussspurt die größten Kraftreserven und wird Erster. Rührend geht es nochmal in der Turnhalle zu. Zum Song We Are One gibt es einen gigantischen Flashmob, der nochmal unterstreicht. Sie alle haben diese Berlin-Tage emotional geprägt. Bleibt nur noch zu sagen Tschüss und immer schön herzlich bleiben. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.